Ich lüge nicht. Ich habe Tausende getötet und mehr Drogensüchtige bedient als die drei größten Pharmakonzerne zusammen. Ich habe Eltern die Kinder gestohlen, Männern die Frau und ganze Generationen ausgelöscht. Aber noch nie gelogen, niemals. Der Rest sind Vergehen gegen die Menschheit. Lügen ist ein Vergehen gegen dich selbst. Ich bin der Kopf der Santa Blanca-Organisation, die sie Kartell nennen. Und ich träumte von einem Land, wo wir selbst Koka anbauen und selbst Kokain herstellen. Wo wir unser Geschäft ohne Einmischung von Polizei, Regierung, Armee und den Yankees führen konnten. Im Traum fragte mich eine Frauenstimme. Was, wenn du dein eigenes Land hättest? Wie Moses führte ich mein Volk ins gelobte Land, Bolivia. Wir kamen her, wir kauften die Coca-Felder. Wir kauften oder nahmen. Wir kauften die Polizei, das Militär, die Richter und die Politiker. Wir waren dabei, selbst zur Regierung zu werden, standen kurz vor der Erfüllung meines Traums. Einen Drogenstaat zu schaffen. Die Nation Santa Blanca. Und damit ein herzliches Willkommen zu Ghost Recon Wildlands. Das war die erste Sequenz von 2 und die zweite beginnt jetzt. Und danach stellen sich die anderen vor. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident mit Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zum Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss aller Bosse. El Sueño. So, wie schon gesagt, mein Name ist Mark Hoxi und die anderen dürfen sich jetzt auch einmal vorstellen. Die ersten 2 Sequenzen sind soweit durchgelaufen und jetzt bin ich auf dem Hauptbildschirm. Wer spielt denn hier mit mir? Niemand. Hier ist niemand, der spielt ganz alleine. Ja, ganz viele niemand. Ja, richtig. Ganz viele also, niemands. Ich bin niemand 1, der andere ist niemand 2. Und der dritte niemand. Niemand 4. nein, 0. Niemand 0. Niemand 0, stimmt. Ja, niemand 0, okay, niemand 0. Okay, ja, natürlich spielen wir hier zu viert mit dem Cop of Dead, beziehungsweise Dead Engineer, beziehungsweise was wie er sonst halt noch heißt. Dann Schmitzdown
98 alias Felix alias Schmidti und wie er sonst noch so heißt. Und natürlich mit mir, dem Tramp. Genau, und ich drücke jetzt auf den Knopf neue Kampagne, dann kommt noch eine Filmsequenz und dann kann es endlich losgehen. In diesem Sinne, 3, 2, 1, los geht's. Wobei, jetzt kommt noch Ladebildschirm. Wie lange geht der? Da kannst, ja, kommt drauf an, du hast eine SSD, von dem her wahrscheinlich nicht allzu lang. Okay, ihr dürft sprechen, ich schreie dann ganz laut Stopp, wenn's losgeht. Ah, halt, ich kann hier, oh, ich muss erst noch meine Charaktereinstellung. Also, scheiße, ne? Und was soll da von Bug sein? Siehst du den Charakter? Also siehst du den hinter den Tabs auf der linken Seite so im Hintergrund oder siehst du den vorne? Ui. Ich sehe den ganz normal da, wo er sein sollte. So wie in der Beta auch. Wieso? Okay, dann hat okay, bei uns steht der also quasi hinter der Beschriftung. Also man sieht ihn gar nicht richtig. Okay, ich sehe den wunderbar, so wie es sein soll. Komisch. Ja, dann. Ja, bei dir funktionieren Sachen, die bei uns nicht funktionieren und die Sachen, die bei uns funktionieren, funktionieren bei dir nicht. Genau, Tramp, du kannst ja mal kurz unser Problem schildern, wo wir schon 90 Minuten rummachen, bis es funktioniert hat. Ja, der liebe Makoxi, der hat immer, wenn er sein Spiel gestartet hat, kein Ton mehr von seinem Mikrofon gehabt. Also wir haben ihn nicht gehört, er hat uns gehört, aber wir ihn nicht. Und dann haben wir die Ausgabeart von diesem Spiel verändert, und zwar auf TV-Lautsprecher. Und seitdem hören wir ihn auch. Und das Geile ist, bei mir ist dasselbe Problem. Was heißt das Geile? Ja, das ist ein bisschen weniger geil. bei mir ist dasselbe Problem. Ich hatte am Anfang Stereo-Lautsprecher drin und dann hat es bei mir auch immer rumgebackt. Und dann habe ich auf Kopfhörer und seitdem funktioniert. Also ganz eigenartig. Ja. Ja, das Interessante an der Sache ist, eigentlich sind das bloß Presets, wie er den Raum interpretieren soll. Das sollte eigentlich gar nichts an der Ausgabe machen, aber Bug halt. Ja. Bei mir ist das Problem allgemein bei Ubisoft, also auch bei Six Siege war es am Anfang auch so. Kann man eigentlich Haare und so noch im Laufe des Spiels verändern oder ist das ein Haare? Ja, glaube ich. Warte, lass mich nachschauen. Ich weiß, dass du deinen Kopf nicht verändern kannst. Kopf kannst du nicht verändern. Also Kopf ist Gesicht gemeint oder komplett. Genau. Nee, also Kleidung kannst du verändern, Kopf, also jetzt zum Beispiel. Doch, du kannst Bärte, Haare, Haarfarbe und die Gesichtsdetails, also Narben und so weiter, kannst du verändern. Okay, also du kannst halt nicht die Gesichtsgeometrie ändern. Richtig. Okay. Den Körper selber. Genau, in dem Fall muss ich da besonders großen Wert drauf legen und den Rest kann man ja nachholen. Richtig. Danach kommt noch eine kleine Sequenz bei dir, die musst du machen, sowieso als Let's Play macht es ja auch Sinn. Klar. Und danach können wir dich, beziehungsweise ich bin jetzt der Host in dem Fall, da kann ich dich einladen. Alles klar, Horst. Horst, ich bin Horst. Horst Schlemmer. It's Seehofer. Ja, wir chillen hier mal ein bisschen. Natürlich müssen wir die Lichter ausschalten, wie es sich auch gehört. Was ich mal mache, ist uns ein neues Auto besorgen, denn Herr Dead Engineer hat ja das wieder geregelt. Du tust. Ja, aber wir haben das zusammen geregelt, von dem her. Ja, so wie immer. Ich sehe das Let's Play schon. Ich sehe das Let's Play schon vor mir. Und zwar nicht gesund für mich. Ach was? Es ist allgemein ungesund, bei uns ein Let's Play zu schauen. Ja. Danach sollte dringend ein Psychiater oder Psychologe kontaktiert werden. Genau, so sollte oder auf jeden Autopsych. Fall. Bei Anschauen des Videos sollte auf jeden Fall ein Psychologe zur Seite stehen. nur für Kinder mit 60 Jahren und in Begleitung der Eltern. Ja, und das Wichtigste ist auch nur bis 99. Noch eine Frage, kann man Tattoos auch im Spiel nachholen? Jo. Okay, dann mache ich das auch irgendwann im Spiel. Kleidung geht auch. Besondere Outfits. Och. Ah, das ist diese Geschichte. Hallihallo.
Und, wie geht's? Ich krieg gerade mit so ein paar Passanten. Achso. Die sagen aber nichts. Kleiner. Die sagen gar nichts. Mal gucken, ob er was sagt. Halt ihm die Waffe ins Gesicht, dann sagt er vielleicht was. Ich glaube, das fand er nicht so witzig. Ja gut, die Aktion mit dem Auto war vielleicht... Ah, ich hab eins, gut. Oh. Ich dachte schon. Nimm du, ich hol das andere. Alter Schwede. Vielen Dankeschön. Ja, Chauffeur hier heute. Service. Das ist ja echt Premium. Du bist echt ein sozialer Charakter. Hey, geil, da gibt's sogar eine Zigarre, Mensch. Die nehme ich. Die hat meine Figur auch. Ja, die hat. Auf jeden Fall. Ja, da kannst du direkt auch die Zigarre von deinem Opa noch in den Mund nehmen, dass du auch das Feeling, oder von wem es auch immer war, deine Zigarre auf jeden Fall. Das war einfach in einem alten Haus auf dem Dachboden gefunden. Also weder Oma noch Opa, keine Ahnung. Aber da ist so ein verschlossenes Schloss dran. Kann ich das dann, wird das übernommen oder? Das musst du über Uplay freischalten. Das sind 30 Credits. Also Uplay-Credits. Das ist es mir nicht wert. Nee. Darauf pfeife ich. Ja, das haben sie ja relativ überraschend im Nachhinein noch hinzugefügt hier in den Game-Shop. Das sieht geil aus. Ja, kommt, den Rest, den mache ich im Spiel, dass es nicht so lang funktioniert. Charakter speichern. Ah, da steht's auch. Das Geschlecht und körperliche Züge können nach diesem Schritt nicht mehr geändert werden. Möchten Sie fortsetzen? Ja. Was haben wir für Schwierigkeitsgrad? Normal, oder? Normal, glaube ich. Ja. Aber das orientiert sich, glaube ich, an mir dann, oder? Am Host, oder? Das kann sein, glaube ich. Weiß ich nicht, ich kann es auch einstellen, aber wir können es ja jederzeit ändern, die Schwierigkeit. Ja. Also ich habe fortgeschritten. Ah, okay. Oh, ja, dann gucken wir mal, für mich ist normal sogar zu einfach. Dann gucken wir mal, wie wir mit fortgeschritten zurechtkommen. Bin fort. Bin fort. Ja, fahr mal fort. Fortfahren ist cool. Okay, also, nächste Sequenz folgt. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Paris Production. Sagen Sie das mal meinem Kind.
So, wir landen jetzt gerade. Ich hoffe, dass die Sequenz jetzt endlich gleich zu Ende ist. Ich will loslegen, Mensch. Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten. Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Hakkatari, Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Und jetzt kann's losgehen. Eine Einladung bitte an mich. Das kann ich doch gerade machen. Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer da Ort bist du. Ich kann nicht sagen, hier hast du eine Einladung. Katari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Nomad? So, und wie nehme ich die jetzt entgegen? Ich muss doch wohl nicht wieder über Ubiplay rüber. Vermutlich kannst du Tab drücken, Tab, da kriegst du es angezeigt und dann Enter. Okay, also Tab. Also ins Menü und dann Tab. Ach so, im Menü und dann Tab. Und dann kommen da Meldungen und dann habe ich dir eine Einladung geschickt und dann kannst du da annehmen. Also oben steht Spielersuche, Suche nach Spielern. Oh, ich trete jetzt gleich bei einer öffentlichen Sitzung bei. Das seid dann aber nicht ihr. Drück Shift F2. Shift. Okay, bin ich gerade im Ladebildschirm. Ich bin gerade im Ladebildschirm. Oh nein. Oh nein. Ja, jetzt trittst du wahrscheinlich irgendwo bei und dann schicke ich dir nochmal richtig, also. Och, jetzt hört sich mein Mikrofon so kacke an. Ich höre mich doppelt. Dann musst du dein Mikro wieder ausmachen. Du hast da wieder angemacht, ne? Ja, okay, jetzt ist aus. Okay, jetzt ist aber ich würde anwenden. Okay, jetzt. Jetzt ist gut. Oder? Kannst du jetzt die Einladung annehmen? Also pass auf, Escape. Host läuft. Also, zack, zack. Eine Benachrichtigung. Tramp, okay. Enter wahrscheinlich. Oder bei dir vielleicht E oder was ganz anderes. Nee, Enter und Maus funktioniert beides nicht. Da steht 2049. Ich drück drauf, aber draufdrücken und dann Enter eigentlich. Warte, ich lade dich nochmal ein. So, jetzt. Okay, also nochmal Escape.
Shift F2. Benachrichtigung 2049. Ne, dann klicke ich die mal weg. Versuch's nochmal. Jetzt habe ich keine Benachrichtigung mehr. Du musst, mach's mal im Spiel. Versuch mal im Spiel. Ja, ich bin im Spiel. Warte, oder ich gehe auf Freunde. Vielleicht kann ich dir ja folgen. Freund zum Spiel einladen. Nee, folgen kann ich dir leider nicht. Ne, über Tab. Also jetzt Menü und dann Tab. Ja, ich nicht bin. Ich war im. Also Moment. Escape. Du hast das Shift F2 gemacht, oder? So, jetzt bin ich bei Tab im Benachrichtigungssender. Ja, genau. Da müsste doch jetzt eine Nachricht von mir gekommen sein. Nee, hier steht, sie sind nun online und dass ich verbunden bin. Und jetzt tust du ja nochmal eine nachschicken. So, jetzt schicke ich dir nochmal eine. Im Benachrichtigungscenter zeigt es nichts an. So, jetzt müsste doch was kommen, oder? Auf jeden Fall nicht im Benachrichtigungscenter. Ja, wie habt ihr das nochmal gemacht mit beitreten? Genau. Shift so. F2 auf Freunde gehen und beitreten. Ich hab's über das Benachrichtigungscenter, über eine ganz normale reguläre Einladung gemacht. Vielleicht muss ich ja zuerst. Nee, austreten ist ja auch Quatsch. Drück mal Shift F2, dann siehst du diese Leiste auf der linken Seite, drückst du auf Freunde, suchst du Tramp, diese drei Punkte und dann kannst du sagen, Spiel beitreten. Nee, Chat starten, Freund zum Spiel einladen, blocken und Freund entfernen. Mehr geht da nicht. Ja, dann gehen wir aus deiner Runde raus. Und wie gehe ich da jetzt raus? Halt, Schmidstone, da zeigt's was an. Jetzt habe ich gerade per Haken bestätigt. Also von dir habe ich's gesehen, Felix. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht ist ja Felix der Horst. Nee, ich bin der Horst, eigentlich. So, also... Euch hat es gerade auf der linken Seite angezeigt. Das heißt, ich dürfte nach dem Ladebildschirm bei euch sein. Ja, du bist auf jeden Fall bei uns. Irgendwo in der Nähe auf jeden Fall. Und wieso ging das jetzt bei dir nicht? So. Das kann ich nicht sagen. Toll. Hallo, Tramp. Huhu, endlich. Ah, also. Ja gut. Also. Ah, hallo. Wird höchste Zeit. Wo geht's hin? In dieses Auto, das ich frisch renoviert hergebracht habe. Renoviert? Seit wann renoviert man Autos? Zur Hölle hast du, was hast du da für eine Mission? Ich kann da gar nicht rein. Achso, zwei Sitzer. Okay, dann Flamme der Rebellion. Dem jetzt alle beitreten. Okay, beigetreten. Weiß ich nicht, weil wie gesagt, ihr müsst ihn machen, weil das ist die Mission, die ich schon habe. Ich bin ja weiter. Ja, aber du hast doch online Spielstand angefangen. Ja, na wie gesagt, ich bin da weiter. Du musst noch einsteigen, Feli. Im Auto. Das ist, glaube ich, ein Zweisitzer. Sag einfach, was du brauchst. Achso. Also die Steuerung ist immer noch gleich kacke. Ja, die ist nicht ganz optimal. Die ist zum Kotzen. Also ich mag sie. Vielleicht muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Ganz gut damit, klar. Eigentlich geht's schon. Nehmen. Oder ich nehme kurz den Controller in die Hand. Hallo. Ja, nimm ihn in der Hand. Oh ja, Controller, sehr gute Idee, Felix. Sehr gut. Genau. Marco, du hast noch deinen Ingame-Sound an. Wie Ingame-Sound? Ich habe dich gerade im Spiel gehört. Kann nicht sein, Boxen sind auf jeden Fall nicht an. Wo habe ich denn den Stick, verdammte Hacke? Ah, da. So. Warte. Quietsch. Moment. Einmal bitte verbinden. Könnt ihr doch einfach umschalten. Da. Yeah! Wo geht's denn lang? Der gelben Linie am besten hinterher. Da kann man ja nicht mal einen Gartenzaun umfahren. Was ist das denn hier? Ja, das sind stabile Gartenzäune vom Obi. Vom Obi? Ja. Was machst denn du zurzeit für Schleichwerbung? Hagebaumarkt, Obi? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Egal, ich join jemanden hinterher. Ich wüsste gern, woran ich gerade verstorben bin, aber gut. Verstorben, ja.
So ist das leider im Leben. Ja. Tja, nein, bist du sehr verdorben, musst du schnell sterben. Nein, das passt nicht. Ja, Dead Engineer is dead, oder wie? Das passt wenigstens. Harry Potter is dead! Dead Engineer is dead! Das Witzige ist, das ist ja normalerweise so im TS auch immer mein Spitzname. Dead. Dead? Bad. Dead, dead is bad and dead. Who's bad? Hey, who's dead? Who's bad? Michael Jackson. Well, thanks für die Defibrillierung mit der Spritze. Mist. Ich hab die Spritze genommen und dir an den Kopf gereiben. Ah, jetzt bist du wieder da. Jetzt voll bloß eine Karre. Du, Zivilist. Raus da. Ich bin gerade quer durch die Pampa gefahren und fährst du quer durch die Pampa, kriegst du eine... Schlampa. Schlampa, richtig, Tramp. Wups. Da! Ja. Wolltest du mich in die Luft jagen? Nein, ich wusste aber. Ich habe irgendwelche Knöpfe gedrückt. Anscheinend kannst du auch aus dem Auto werfen. Danke. Wobei, Leute, ich glaube, die Steuerung, die hat sich doch verändert. Also ich komme im Moped besser klar. Als damals. Damals waren noch Zeiten, Open Beta, ne? Ja, ja, ja. Vor 3 Wochen. Hui. Wie ist Marco eigentlich 100 Kilometer vor uns gekommen? Hä, hey, bin ich, also ich bin quer durch die Pampa, den Hügel runter, nicht der Straße nach. Achso. Du bist ein bisschen abgekommen, aber. Ich bin noch 700 Meter entfernt und ihr? 1,5. 1,2. Ist ja geil. Ich hab, warte, wie viel hast du? Also ich bin jetzt 800. 1,3. Wahnsinn. Ah, da steht's ja. Schmidt Stone, 1,5 Kilometer. Schmidt Stone. Sprachstörung. Midi. 500 Meter. Aber immer noch, wie gesagt, das ist nicht die Anfangsmission. Oh. Ja, das ist der Konvoi. Hallo, macht das echt schon, ne? Wobei wir jetzt auch nicht wissen, wie es dazu kommt, warum das jetzt... Wie gesagt, weil ich es immer noch eingestellt habe, weil ihr immer das noch machen müsst. So, 300 Meter entfernt. Ja, ja, aber warum haben wir es dann eingestellt, wenn das nicht die Anfangsmission ist? Das ist die Frage. Weil ich die Anfangsmission schon gemacht habe. Oh. Immer noch. Ja, aber nicht für die Aufnahme. Oh. Alles klar. Woohoo! Wer jetzt da? Das ist ein Zivilist. Oh, der Wagen ist fast Schrott. Markiert ihn besser schnell. Lebt da noch wer? Ja. Jetzt haben wir... Jo. Ich sitze bei Tramp im Wagen. Ihr müsst das Ding doch, glaube ich, nur markieren, oder? Oder müsst ihr ihn hinfahren? Nee, markieren. Einfach nur markieren und dann nehmen wir tatsächlich die Anfangsmission. So, jetzt. Marco? Ja? Hier wird eine Mission markiert und die nimmst du jetzt. Da, genau, oder? Moment. Gar nichts wird angezeigt. Erster. Wird keine Mission angezeigt. Nein. Erster kommt mit. Jetzt kommt was, beitreten. Gut. So, bin beigetreten. Okay, Katari. Dann gehen wir. Dann fahren wir mal mit diesem süßen kleinen Auto. Marco? Ja. Was machst du? Ich sitze. Oh. Moment, ich bin gerade noch ein bisschen an der Lautstärke optimieren. Wir fahren zu, in dem Fall. Nee, halt. Okay, raus aus dem Wagen. In welchem Steig Auto sitzt du? Steig bei mir ein, oder? Dann kann ich dich hinfahren. Wo bist du überhaupt? Wir sind im Fluss. Ach, da. Direkt. Im Fluss. Okay, los geht's. Ah nee, halt, das war ein Zivilist. Scheiße. Oh, das hat der Name angezeigt. Ich fahr mal runter. Hoch. Wir haben ja ein SUV, kein Problem. Ach kack, die waren da nicht, fahr mit dem Moped, verdammt. Nee, komm, du kannst ja auch hier. Das sind wir extra für dich. Haben wir diesen Mehrverbrauch in Kauf genommen?
Egal, ich fahre mit dem Mob. Das fährt nicht los, jetzt endlich. So, und jetzt geht's los, komm. Ach, da ist dein Wagen. Oh Gott. Naja. Ah ja. Also ich kann dann morgen ab 16 bis 19... ab 16 bis 18.30. Du hast doch bis 15 Uhr oder geschrieben, oder? Das ist jetzt natürlich die Frage. Kommt drauf an, wenn ich zum Baden komme, ne? Baden? Ja, ich gehe baden. Schwimmen. Kennst du das? Kenne ich nicht, nein. Antrag abgelehnt. Das war kein Antrag. Hallo? Aloha. Das gibt's doch nicht. Oh, nee, das funktioniert so nicht. Irgendwie trennt sich immer mein Controller. Jetzt geht der wieder nicht. Was ist denn das? Dann fahr mit Keyboard. Will ich nicht. Oder TP, wenn wir da sind, zu uns. Am besten dann beim Schmiddy. Schmiddy Schmidstone. So, jetzt ist wieder verbunden. Bei dir läuft heute, ne? Und wie? Ich verfluche es. Meistens. Noch nicht. Sag's noch nicht. Bitte noch nicht. Mit dem Auto da hoch, das ist gewagt. Also ich muss sagen, die Moped-Steuerung, die gefällt mir. Die war wirklich in der Beta komplett anders. Okay, ja, ich kommt da hoch. Ich hoffe, dass das mit dem Auto ja, auch geht. Der Fall ist. Also wenn du in echt mit dem Auto auch so fahren könntest, mit einem normalen, dann wäre geil. Auf jeden Fall. Sage ich nur Skyrim und Pferde. Boah. Ach Gott, ihr solltet ja demnächst da sein, oder? 900 Meter. Ich muss die letzten Meter laufen. Auto kaputt. Schon ja, wieder Eingabegerät getrennt. Verdammte Hacke, Mensch. Also. Hacke, Kacke. Was? Harte Kacke. Harte Kacke, ja. Das habe ich auch verstanden. Ja, so ein bisschen joggen macht auch nichts. Ohne Witz, ich fahre jetzt gerade diesen Berg hoch und manchmal meint man echt, ich wäre bei Far Cry 4. Ja, doch, kann hinkommen. Oh, ich glaube, ich fahre mal das Flussbett hoch. Ich muss sagen, das Teleportieren funktioniert aber überraschend flüssig. Es ist wirklich nur dieser eine Ladebalken. Erkennt Amarus Aufenthaltsort. Jetzt haben wir die erste Mission. Du bist auch da. Gut. Ihr seid unten, wir sind oben? Oder wie sieht das aus? Warte. Die sind noch gar nicht da. Ah, wir sind einfach mal vor euch da? Hä? Bin ich jetzt zu weit oben? Nein, du bist genau richtig, wo du gerade warst. Du warst gerade neben mir. Wir greifen von hinten an, die von vorne. Das passt doch. Nein, ich bin hier die ganze Zeit. Du bist da hinten. Ja, wir greifen von... Ja, ist doch egal, ob ja, das hier hinten ist oder das andere. Nein, wer ist wir? Das ist die Frage. Marco, der gerade an mir vorbeigefahren ist. Oh, Scheiße! Willst du zu mir teleportieren, dann können wir anfangen. Wie funktioniert teleportieren? M auf mein Icon, wo Corp of Dead steht, und dann links, rechts, das rechts. Andere links. Stumm rauswerfen Info. Nee, das ist nicht das Richtige. Das Map nicht. Auf meinen blauen Pfeil. Das ist der auf der Straße oben. Also da, wo nichts weiter. Ja, ich hab's gesehen. So Einsätze zugeteilt. Nee, das ist es nicht. Da müsste dann so ein Viereck um mich rum erscheinen mit zur Blitzreise halten und rechte Maustaste. Nee, da gab's nur ein Dreieck. Ah, jetzt pass auf, rechte Maustaste. Ja. So, und jetzt? Halten. Wartet.
Also, du bist als blaues Dreieck markiert und es blinkt immer ein Pfeil auf dein Dreieck drauf. Ja. Und jetzt? Jetzt müsste dir angezeigt werden, dass du zu mir teleportieren kannst. Zur Blitzreise halten. Wenn du über mich drüber warst. Ach, halten, verdammte Hacke, Mensch. Ah! Okay. Yay, jetzt können wir dir. Ja. So, jetzt bin ich einmal da. Komplett rum. Ah. Also, Y, habt ihr alles schon mal getaggt, oder? Ja. Ich habe jetzt da den hinteren Teil größtenteils getaggt. Gut, ich werde mal den ersten hier hinten erledigen. Bitte, also Moment, halt, wie funktioniert das nochmal mit der Drohne? Also ich habe jetzt die Drohne, wie markiere ich jetzt jemanden? Angucken. Y und einfach nur angucken. Also Y Drohne rausholen und einfach nur angucken. Ich sehe deine Drohne neben mir, aber die sind alle schon markiert. Okay, in dem Fall stecke ich sie wieder weg. Genau. Okay. Gut. Und dann rücken wir vor. Also. Das fühlt sich richtig gut an. Jo. Toll. Beginnt ihr auch? Ja, ihr wuselt da auch schon munter rum. Warte mal, vielleicht kann ich hier auf diesen... Moment, die müssen wir zu zweit downtaken. Das sind zwei Stück. Ach, du willst da rauf, auf den Wasserturm? Ja, ich habe gedacht, das sei so ein Holzturm, aber ich habe das erst... Also ich kann eins. Ich kann gleich zwei, kleinen Augenblick, ich könnte zwei aus dem Weg räumen. Okay. Drei. Zwei. Nein, Moment, der bewegt sich. Der bewegt sich zu viel. Halt an. Okay, er ist weg. Ja, weg. Gut. Wir hatten Schalldämpfer nicht drin. Sauber. Alles Paletti? Ich habe einen drauf. Maschinenpistole ist halt einfach nicht so leise. Wie machen wir mal den Schalldämpfer rauf? Du F. musst quasi zielen und dann kannst du F drücken. Aber du musst von Anfang okay. an drauf sein. So nebenbei, unsere Zielperson rennt gerade. Dann rücken wir schnell vor. Das ja, mein neues drauf. Können wir natürlich nicht zulassen, dass die Person flieht. Was? Wie, er ist tot? Achso, der Gegner ist tot. Mehr nicht. Hab ihn. Gut, der Leutnant flieht, den müssen wir uns jetzt holen. Das ist jetzt leider etwas unglücklich gelaufen, irgendwas hat sie alarmiert. Aber... Ja, das stimmt, ich weiß es leider nicht, was genau. Das war ich, weil es hat mir nämlich das Tutorial angezeigt, habe ich das nicht schnell genug weggedrückt und dann haben die mich, glaube ich, entdeckt. Okay. Gott sei Dank habe ich Videobeweis. Die Zielperson ist da unten drin, aber wir haben jetzt andere, fast alle weggeräumt. Den da unten hole ich mal mit einer Granate. Dann rücken wir vor. Marco, du solltest ihn verhören, wenn du vorrückst. Genau. So. Du bist der Aufnehmende, die Ehre gebührt dir. Vielen Dank, und bevor wir das machen, machen wir erst einen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen und der flieht. Nee, das machen wir ja schon noch in diesem Video. Ja. Weil aber nur wenn er flieht. Greifen, komm. Mehr schaffen wir ja sowieso. Da ist er doch. Bitte verhören, nicht umbringen. Alles gut, V wurde gedrückt. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Entendest? Jetzt beruhig dich, Cabron! Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar, der ist auf der Radio fahren. Nun zu? Das sind Leute geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. So, in dem Fall war's das. Wo ist dein alter Mann? Jetzt noch die ganzen Vorräte einsammeln. Shit, wenn wir ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Gut, aber bevor es jetzt losgeht, machen wir erst einen Cut. Wir bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, dass ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Und ich bin raus. Und ihr? Tschüss. Wir sind auch raus. Tschüss.